Hallo und herzlich willkommen zur neuen DB-Analyse des Viertelfinales Nemesis gegen Arktas. Ich entschuldige mich im Voraus, falls die Audio etwas schlechter ist, aber ich weiß nicht, wie man das normal einstellt, wenn es nicht gerappt werden soll. Der liebe Camo-Films übernimmt heute den Cut der gesamten Analyse. Danke und Kuss dafür. Außerdem würde es jetzt ab sofort, voraussichtlich zumindest, immer eine Videoanalyse geben. Hoffen wir es zumindest. Ohne jetzt weiter großartig rumzulabern, würde ich sagen, wir fangen direkt mit der Hinrunde von Nemesis an gegen die Rückrunde von Arktas. Video: Nemesis hat ein Home-Video, das auch gleichzeitig nur ein One-Take ist. Dafür ist es mit dem Filter und der Performance aber ziemlich atmosphärisch. Dafür ist die Kameraqualität nicht so gut. Arktas hat ein Video draußen auf einen kleinen Platz gedreht, sag ich mal, wo man manchmal die liebe Anna, sie heißt glaube ich so, im Hintergrund sieht. Das Color-Grading wirkt düster, aber mir persönlich gefällt dieser Stil null. Die Cuts sind gut gesetzt, dafür aber sind meiner Meinung nach viel zu wenige davon da. Effekte wurden auch nicht genutzt. Im Großen und Ganzen finde ich das Video besser als das von Nemesis, aber trotzdem nicht gut. Da fand ich sein Achtel- und sein Hinrundenvideo um einiges besser. 1:0 an Arktas. Kommen wir zu der Soundkategorie. Ich bring dich um, du kleiner Notensohn. Und egal wie gut du bist, das war's nach der Runde schon. Ey, und ich hab wirklich keine Angst vor dir. 1000 Persönlichkeiten, du bist psychisch so krass stabil. Nemesis hat sehr leise aufgenommen oder gemischt. Fakt ist, man versteht ihn ohne genaues Hinhören und Lesen der Lyrics so gut wie null. Dafür finde ich es aber ziemlich geil vom Klangbild, wie er die Doubles hatte. Du hast ja doch ein Video, wie heftig du bist. Und cool, dass die Cuts auch auf deinem Rap-Niveau sind. Mit einem Schwarz-Weiß-Filter gegen Color Correction. Ich würde ja weiterreden, doch da ist echt nichts mehr zu retten. Arktas hingegen hat man durchgehend ohne Probleme verstanden. Der Mix ist ausbaufähig, aber gegen Nemesis reicht das komplett. Finde nur persönlich, er könnte versuchen, mit einer etwas höheren Stimme zu rappen. War für mich zum Beispiel in der Quali sehr geil, aber ich finde den Stimmeinsatz trotzdem gut. Doubles bei Arktas waren ganz normal, nichts Besonderes, aber auch nicht scheiße. Im Großen und Ganzen vergebe ich beim Sound einen Punkt an Arktas für die gute Verständlichkeit und einen halben an Nemesis, weil die Doubles waren wirklich echt geil. Kommen wir zum Flow. Ey, und ich hab wirklich keine Angst vor dir. 1000 Persönlichkeiten, du bist psychisch so krass stabil. Und der Wichser hat eine multiple Persönlichkeit. Die Runde wird für ihn eine huldige Möglichkeit. Nemesis float teils echt gut, teils aber echt scheiße. Manchmal hat er ein paar Silbenfehler, er verschluckt sehr oft Silben, seine Betonung aber klingt wundervoll, wie ich finde. Er versucht zu variieren, was ihm okay gelingt, im Gesamten ein okayer Flow mit einem halbwegs vernünftigen Taktgefühl. 1000 Persönlichkeiten gehen dir auf den Wecker, denn alle sind begabter und alle flowen besser. Ich sag das auf Bastard und Nemesis auf kenn ich nicht, es reimt sich wirklich doch, der Zusammenhang ist lächerlich. Arktas float sehr gut, seine Betonungen sind bis auf den Einstieg immer on point und gefallen mir sehr gut. Er trifft durchgehend den Takt und hat einen guten Stimmeinsatz. Es gibt hier nicht viel zu sagen. Er hat Nemesis flowlich auf Nemesis seinen eigenen Beat zerlegt. 3:1,5 an Arktas. Kommen wir zur Technik. Fangen wir an bei Nemesis, seiner Technik. Nuttensohn, Runde schon, multiple Persönlichkeit, huldigte Möglichkeit. Bei dem Reim finde ich nur multiple auf huldigte gut. Außerdem feiere ich die Wortwahl da. Den Rest des Reims finde ich aber absolut scheiße. Dazu ist auch noch unsauber bei Persönlichkeit. Die erste Silbe, das Per. Das sollte da nicht sein. Dann hat er eine kleine Reimkette von Arktas Bastard. Für den Reim könnte ich aber Nemesis 10 Minuten lang als Genie beleidigen. Und auf Anstand. Und auf krass hart. Aber das hart kommt mir irgendwie komisch und grammatikalisch nicht richtig vor. Ich habe aber keine Ahnung von Grammatik, deswegen lasse ich das mal. Dann hat er in der Zeile darauf den besten Reim in seiner ganzen Runde. Übertrieben hässlich, überwiegend grässlich. Ich liebe dich dafür, Nemesis. Kommen wir zur nächsten Zeile. Ich nehme das von gerade eben mal zurück und lass die dann aus. Dann kommen zwei Dreisilbige, die das Ende schön abrunden. Insgesamt gab es 4 Bars, wo er technisch scheiße war, der Rest war sehr gut. Ich habe um Welten weniger von Nemesis erwartet als das. Kommen wir zu Arktas seiner Technik. Der erste erwähnenswerte Reim bei Arktas ist Color Correction auf nichts mehr zu retten. Und der Pass von den Silben aber, holy fuck ist der unsauber. Aber Arktas seine Betonung rettet das Ganze. Dann kommt eine Weile nichts Gutes und dann einfach eine sehr lustige Reimkette. Nemesis kenne ich nicht, lächerlich.
Ich fand sehr lustig beim Anhören der Runde und habe mich tatsächlich in meinen Stuhl gekratzt dabei. Der letzte erwähnenswerte Reim bei Arktas ist in der Hook, trifft den Takt Phreniak von Schizophreniak. Im Gesamten sehe ich Nemesis Technik vorne, da er mehr erwähnenswerte Sachen hatte und meist dreisilbig oder mehr war. Ich vergebe ein 2,5:1 an Nemesis. Kommen wir zu den Punchlines. Nemesis startet mit den ersten zwei Bars sehr kalt. Der darauf folgende Vierer ist okay. Er hat's halt quasi gesagt und versucht es ins Lächerliche zu ziehen, aber es hat nicht geklappt. Ich vergebe für die vier Bars einen Punkt zusammen. Dann kommt ein Achter lang gar nichts. Die Endline fand ich lustig formuliert, zur Hälfte, aber zur anderen Hälfte auch wieder komplett scheiße. Was soll das? Hoff nicht, dass du diesen Scheiß gewinnt in diesem Kontext bedeuten. Egal, ich vergebe dafür auch mal mit beiden Augen zugedrückt einen halben Punkt. Die Hook hat leider auch nichts zu bieten. Im Gesamten hat Nemesis auf 16 Bars plus Hook 1,5 Punchline-Punkte. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Kommen wir zu Arktas seiner Rückrunde. Schon die zweiten Bars, also die ersten zwei Bars, fand ich sehr gut. Sie sind naheliegend, aber sehr gut rübergebracht. Mit dieser leichten Gay-Betonung. Du hast ja doch ein Video, wie heftig du bist. Und cool, dass die Cuts auch auf deinem Rap-Niveau sind. Zwei Punkte dafür. Dann die nächsten vier Bars sind wie bei Nemesis. Er hat's gesagt, aber nicht lustig verpackt. Trotzdem vergebe ich für die vier Bars einen Punkt. Die darauffolgende vier Bars sind allesamt sehr gut. Die ersten zwei Bars davon verdienen sogar fast drei Punkte, aber irgendwie fehlt mir dann noch der Wow-Effekt dahinter. Deswegen vergebe ich für die ersten zwei Bars 2,5 Punkte und für die zweiten Bars auch nochmal 2 Punkte. Die darauffolgenden vier Bars sind meiner Meinung nach einfach komplett unpassend. Ich verstehe schon, worauf er hinaus will. Da fehlt mir der Punch aber. 0 Punkte. Die nächsten zwei Bars sehr lustig, finde sie wundervoll, finde nichts Schlimmes daran. 3 Punkte. Dann sind die vorletzten zwei Bars sehr gut. Finde sie sehr lustig, da Arktas eigentlich so gut wie jeden umsonst abmischt. Ich meine, er mischt selbst mich ab. Die letzten zwei Bars sind einfach da, aber naja, sie punchen nicht. Dann bringt er in der Hook dieselbe Line vom Part wieder quasi. Deswegen 0 Punkte dafür. Aber ich find's toll, dass er meinen Lieblingssong von ihm erwähnt hat. Damit hat Arktas im Gesamten auf dieselbe Anzahl von Bars 10,5 Punchline-Punkte. Ich vergebe hier dann in Relation ein 5:0,5 an Arktas. Kommen wir zu den Hooks. Bin der Beste, diese Szene, bist du hässlich, keine Widerrede, werd dich ficken, werd es widerlegen, bis zum Ende dieser Wege. Bin der Beste, dieser Szene, bist du hässlich, keine Widerrede, werd dich ficken, werd es widerlegen, bis zum Ende dieser Wege. 1000 Persönlichkeiten, tausende Flows, jede talentierte, aber das sowieso, und jede von denen trifft den Tag, du willst wissen, was jetzt kommt, der Schizophreniak. 1000 Persönlichkeiten, tausende Flows, jede talentierte, aber das sowieso. Und jede von denen trifft den Tag, du willst wissen, was jetzt kommt, der Schizophreniak. Beide Hooks gefallen mir gut. Arktas wegen der Betonung und Nemesis wegen der Atmosphäre und Doubles. 1:1. Extrapunkt. Mein Extrapunkt vergebe ich hier ganz klar an Arktas. Der hat Nemesis Punchline-technisch so krass einem mitgegeben. Also wirklich fette Props. Damit steht es im Zwischenstand. 6 für Nemesis, 13 für Arktas. Kommen wir zur Hinrunde. Arktas versus die Rückrunde Nemesis. Kommen wir zum Video. Arktas hat ein sehr gut gedrehtes Video. Mir gefallen die Kamerafahrten, aber wie das Licht in die eine Location mit der Wand und ohne die Maske eingestellt war, fand ich absolut nicht toll. Ich fand's toll, dass Anna wieder einen Auftritt hatte. Hoffentlich performt die mal für Arktas seine Rio-Hook. Am besten hier noch im DB in womöglich zukünftigen Battles. Zwinker. Nemesis hat zum ersten Mal ein Video draußen gedreht. Props dafür. Aber man merkt, dass die Performance hart reinzackt. Dieser dauerhafte Schwarz-Weiß-Filter geht mir auch mega auf die Eier. Nemi, der nächste Schritt ist, den Filter rauszunehmen. Dann hast du endlich mal okay Videos. Ich find's aber cool, wie der Schnee so bei der Kamera vorbeigeflogen ist. Auch wenn das wahrscheinlich nicht mal mit Absicht war, sondern weil es einfach die letzten Tage hardcore geschneit hat und jetzt scheint wieder die Sonne. Zumindest hier bei mir in Bayern im Ausland.
1 zu 0,5 an Arctis. Kommen wir zum Sound, hier muss ich nichts großartig sagen. Nemesis, seine Vocals sind viel zu leise, besonders bei der Hook. Außerdem merkt man einfach, wie Nemesis seine Audio immer übersteuert. Nemi, kauf dir ein besseres Mikrofon. Selbst ich habe ein besseres. Das ist traurig. Also kurz gefasst, der Punkt geht an Arctis. Ich brauche hier eigentlich nicht irgendwas sagen, wenn aber bei womöglich zukünftigen Runden kein Arctis wieder am Anfang geschrien wird, geht der Extrapunkt automatisch am Gegner. 1 zu 0 an Arctis. Vielleicht war das aber auch gar nicht ernst gemeint mit dem Arctis-Schreien. Vielleicht war es auch ernst gemeint. Erfahr's in der nächsten Runde vielleicht Arctis. Arctis hat hier seinen Heimvorteil beim Flow. Das merkt man sofort. Er hätte aber mit mehr Druck rappen sollen. Aber ansonsten gibt's hier nichts auszusetzen. Nice Variation, nice Betonung. Nemesis geht auf dem Beat allein schon wegen der Lautstärke unter. Aber er trifft eigentlich so gut wie immer den Takt und versucht sich an Variationen, was ihm manchmal gut, manchmal weniger gut gelingt. Außerdem finde ich diese langgezogenen Passagen nicht so besonders schön für mein Ohr. Ich vergebe ihr ein 3 zu 1 an Arctis. Kommen wir zu der Kategorie Technik. Arctis, seine Highlights waren Chloroform, Photoshop, Kamera hat. Was sagt er da? Das war zwar unsauber an einer Silbe, aber von mir aus. Aber ansonsten war es das auch. Also Technik, naja, relativ beschissen. Nemesis, seine Highlights waren sämtliche Werte, mächtige Stärke, beste Bin, Lesbis, eine Chance, keine Romanze. So, da ist zwar die Roh-Silbe unsauber, aber ist okay. Und das war's bei Nemesis. Ich sehe hier beide als ziemlich scheiße an. Ich hoffe, beiden legen in Zukunft da ein paar Schitten drauf. Vor allem Nemesis hat es in der Hinrunde wundervoll vorgemacht. Warum nicht auch so in der Rückrunde? Ach, egal. 1 zu 1. Kommen wir zu den Punchlines. Arctis, seine Runde fängt an mit der Hook. Da puncht nix. Die ersten zwei Bars sind so richtig schön abgehoben in die Fresse von Nemesis. Feier ich. 2 Punkte. Die nächsten 4 Bars sind alle okay, aber die zweiten Bars davon, von den 4 Bars, werden durch die Aussprache von Anstellt sowas von runtergezogen. Normalerweise gäbe es 1 Punkt für die 4 Bars, aber die Aussprache sorgt schon für einen Selbstfick, würde ich sagen. Deswegen 0,5 Punkte. Der Rest der Runde ist nicht punchend, wirres Zeug, naheliegend oder einfach unlustig. Damit hat Arctis 2,5 Punchline-Punkte bei 16 Bars plus Hook. Kommen wir zu Nemesis, seinem Konter. Das mit dem Chloroform-Konter ist ein guter Ansatz und gibt 0,5 Punkte. Die ersten 4 Bars gehen ins Leere, sind halt Standard-Konter, die sehr naheliegend sind. Den Transen-Konter finde ich aber umso lustiger, wie er einfach die liebe Anna hier versucht zu fronten. Es geht zwar besser, wie man später in Nemi seiner Runde sieht, aber ich greife vorab. 1,5 Punkte dafür. Dann kommen wieder 4 Bars, die ohne jeglichen Grund existieren. Darunter auch einer der ausgelutschtesten Repräsenter, die ich gehört habe. Darauf folgt aber die Highlight-Line des gesamten Battles. Wenn nicht sogar des gesamten Viertels. Doch eines ist klar, dass ich immer noch der Beste bin und deine Freundin immer noch eine Lesbe ist. Ich habe mich so totgelacht, als ich die zum ersten Mal gehört habe. 3 Punkte und bitte leck mein Arschloch. Danach folgen 2 weitere sehr lustige Bars. Dafür vergebe ich auch nochmal 2 Punkte. Und der Abschluss war wieder unnötig. Im Gesamten hat Nemesis auf dieselbe Anzahl von Bars 7 Punkte. Er hat Arctis den ein oder anderen sehr guten Konter mitgegeben, aber auch leider zu viele Fehler. Da wäre deutlich mehr möglich gewesen. Ich vergebe hier ein 4 zu 1,5 an die Rückrunde von Nemesis. Kommen wir zu dem Hooks. Runde 2 sagt, hast du dich vom ersten Mal erholt? Sah ein Battle-Turnier, der Mister, ich hätte gewonnen. Mein Punch ist bekanntermaßen Chloroform. Und wenn du einmal frontest, dann mit Photoshop. Runde 2 sagt, hast du dich vom ersten Mal erholt? Sah ein Battle-Turnier, der Mister, ich hätte gewonnen. Mein Punch ist bekanntermaßen Chloroform. Und wenn du einmal frontest, dann mit Photoshop. Ey, du bist wirklich ja der Beste hier. Kann der sein, doch ich gebe trotzdem das von dir. Deine Punch ist bekannterweise Chloroform. Junge, bist du behindert, du kleiner Hure. Du bist wirklich ja der Beste hier. Kann ja sein, doch ich gebe trotzdem das von dir. Deine Punkte sind bekannterweise Chloroform. Arctis, seine Hook könnte mit ein bisschen mehr Druck sein, aber passt. Sie ist musikalisch und hat einen leichten Ohrwurmfaktor. Nemesis hingegen übersteuert in der Hook besonders.
Na toll. 1-0 an Arktas und mein Extrapunkt. Ich gebe keinen Extrapunkt an Arktas, da ich bei ihm nichts sehe, was ich besonders hervorheben soll. Ich finde, er hat alle seine Punkte gekriegt, die er verdient hat. Ich gebe aber Nemesis einen Extrapunkt für den Mut, draußen gedreht zu haben und für die Lesbenline. 1-0 an Nemesis. Damit kommen wir auf einen Endpunktestand von 8-7,5 an die Hinrunde von Arktas. Damit steht es im Gesamten ein 21-13,5 an Arktas. Somit steht Arktas im Halbfinale. Ich bedanke mich vom Herzen bei Nemesis seiner Teilnahme. Ich hoffe, wir sehen dich beim DB 2021 wieder. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg und Props für die Steigerung. Mach weiter so. Jetzt noch ein kleines Endwort von mir, was mit dem Battle an sich nichts zu tun hat. Rain sowohl auch Eiger sind ausgestiegen. Damit sind der bessere UWU und Johannes auch automatisch im Halbfinale. Und eine persönliche Bitte. Holt euch mal Features! Dankeschön. Nee, Spaß, aber ich würde es nice finden, wenn ihr unter den Teilnehmern gefeatured wird oder mal ein paar neue Leute irgendwie auf das Turnier dann dadurch Aufmerksamkeit werden. Egal, ich bedanke mich nochmal bei Camofilm fürs Karten und bei euch Zuschauer fürs Einschalten und zu Ende gucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschö, Meister! Runde 2 sagt, hast du dich vom ersten Mal erholt? Sah ein Battle-Turnier, der Mister, ich hätte gewonnen. Mein Punch ist bekanntermaßen Chloroform. Und wenn du einmal frontest, dann mit Photoshop. Runde 2 sagt, hast du dich vom ersten Mal erholt? Sah ein Battle-Turnier, der Mister, ich hätte gewonnen. Mein Punch ist bekanntermaßen Chloroform. Und wenn du einmal frontest, dann mit Photoshop.